Dann sei wenigstens ehrlich und sag, dass du Juden hast und die vergasen willst. Gib das zu, dann sag das halt. Aber sag nicht, ich bin der Demokratieverteidiger. Okay, Tino, ich geb's zu. Einige News hier gibt's ja. Eieiei, das hast du aber jetzt hier festgestellt, du. Das, wir sollten News. Einen Podcast drüber machen. Guck mal, so viele News sind das hier. Ja, lädt nicht, jetzt, ne? Jetzt, komm, lädt's. Geh lieber wieder zu deinem analogen Notizbuch. Ja, habe ich auch schon überlegt. Da war ich vorbereiteter, halt. Einfach nur zu speichern und dann zu gucken, was ich gespeichert habe. Ja, aber ich finde, das macht auch so ein bisschen den Reiz aus. So, über die Woche hin, ja, das mal safe und dann sitzt man hier. Ach, guck mal, das war, okay. Ach stimmt, der ist gestorben und die auch. Ja. Und der nicht? Hallo Leute, wir sind hochprofessionell und ihr seid auch mindestens genauso professionell, weil ihr in eurer Entscheidung, diesen Podcast zu hören, die beste Entscheidung eures Lebens getroffen habt. Und wenn das mal nicht professionell ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr habt das richtige Mindset, Leute. Könnt jetzt einfach eure Gehörgänge skalieren und den Brennpunkt Internet klickt genießen. Dieses Video nicht weg. Ihr werdet erfahren, wie man reich und berühmt wird. In 5 einfachen Schritten. Ihr werdet im Schlaf Geld verdienen. 110% Erfolgswahrscheinlichkeit. Das garantiere ich, indem ich alle meine 3 Hände ins Feuer lege. Hallo Leute. Und meinen 3. Hoden. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wünschen euch fröhliche Weihnachten. Theremin zum Beispiel. Ein Instrument? Nee, du bist das. Es gibt ja den Herrn Max Muster, der immer uns neue tolle Namen gibt. Ah, stimmt. Und Theremin war vor 3 Wochen, glaube ich, das Highlight, aber jetzt bin ich gerade bei Tabaluga. Tabaluga, ja, und Rubeus, das sind wir. Wir begrüßen euch von der Datenautobahn. Ein saftiges Aloha, liebe Leute, denn wir werden die Woche, die vergangene Woche, die zukünftige Woche können wir auch mal einordnen, aber die vergangene Woche werden wir für euch einordnen. Da ist auch noch die 3 Wochen vielleicht auch noch ein bisschen. Ja. In 3 Wochen könnte schon langsam großes Special sein. Und Disclaimer, hier ist schwarzer Humor. Und ich darf jetzt alles sagen und auch das N-Wort benutzen, weil es ist ja alles nur Spaß, weißt du? Wenn ich ein Disclaimer mache, darf ich alles sagen. Das N-Wort ist ein großer Spaß. Ja, Riesenspaß. Ich hasse das bei YouTube-Videos. Disclaimer, das hier soll keinen verletzen, das ist nur Humor. Zum Glück hast du noch nie irgendein N-Wort im Podcast oder so gesagt. Ja, aber ich habe kein Disclaimer gemacht. Ich habe es einfach aus dem Herzen gesprochen. Ja. Aber ich finde halt, so Disclaimer zu machen, das ist für mich, das ist... Ich habe keinen Vergleich für. Ja, aber jetzt mal schwächt ganz, alles ab. Jetzt mal ganz ehrlich, ja. Intention ist nach wie vor wichtig, ja. Egal in welchem das jemals passiert sein sollte. Ja. Aber wenn jetzt irgendwie ein Historienforscher einen Aufsatz über das N-Wort schreibt, dann schreibt er da auch nicht das N-Wort rein. Vielleicht so. Schon. Dann, ja, vielleicht, wenn es irgendwann mal langweilig wird, so, dann sagt er, ich referiere jetzt nur noch als N-Wort dazu. Aber irgendwann wird es auf jeden Fall mal erwähnt, weil man einfach neutral drüber berichten möchte. Das und nicht, ja gar weil man nicht. Jetzt irgendwie jemanden dissen will. Das meine ich ja gar nicht. Ich meine Disclaimer vor Videos, als würden die irgendwas davon abschwächen. Es ist immer Ich finde, dass das Video die Kunst für sich stehen sollte. Du hast was Ähnliches schon im letzten oder vorletzten das Podcast. Das kann sein. Gesagt. Wahrscheinlich ist da irgendwas gerade im privaten Feld passiert. Meine Oma, sage ich dir. Alter, die Oma ist ein Disclaimer. Tino ist schwarzer Humor. Meine Oma, ne? Die denkt auch, ihre Freital-Pegida-Videos, ne, die immer macht, die wären besser, wenn ihr davor ein Disclaimer gibt. Disclaimer, ich bin nicht rassistisch, aber hier, ich demonstriere heute gegen das Asylbewerberheim in Krauschwitz, keine Ahnung. Oje. Gibt's ja, Krauschwitz, den Ort okay. Gibt's ja. Mhm. Da habe ich mal nicht live gespielt, ich habe da mal irgendwas gemacht. Ich hatte mal irgendeinen Termin und da haben wir uns... Solltest du da auch live spielen? Weiß ich nicht. Ach, Theater. Theater spielen zum Beispiel oder welche Lyrikvorträge. Und da haben wir dieses Ortsschild gesehen mit Krauschwitz, was sehr witzig war. Mhm. Der Krauschwitz findest du jetzt witzig, ja? Ja, die hatten auch mal einen NPD-Parteitag dort tatsächlich. Und da hat sich Sonneborn schon ein volles Ortsschild gestellt und hat das KR quasi überdeckt mit seinem Kopf so. Ah. Da sind noch die in Krauschwitz. Da gab es diesen funny Gag, wo er am Mikrofon so ein Draht befestigt hat mit so einem schwarzen Viereck drauf. Hat dann immer das Mikrofon so hingehalten, dass sie einen Hitlerbart hatten, die Leute, die er interviewt hat. Großartig. Sonneborn 2005, geile Zeit. Ja, du hypst diesen Mann hier so, der ist da aber ein ganz großer Asiatenfeind. Ich bin kein Riesenfan von Martin Sonneborn. Also ich mag ihn, er ist ein cooler Typ so, ich habe ihn auch schon kennengelernt, aber ich kritisiere auch jetzt seinen Standpunkt, was Ukraine-Russland angeht. Er ist so also ein bisschen auf dieser schwarzen Ecke, schwarzer und... Schwarz-Weiß-Rot? Alice Schwarzer und Alice Höcke Wagenknecht-Seite. Mhm. Ganz schwierig. Okay.
Wer auch ganz schwierig ist, ist Michael Wendler. Um mal einzusteigen. Der Wendler, gut, das ist wieder so eine Sache, die du dir zum Glück aufgeschrieben hast, ich nämlich nicht, aber das war, glaube ich, schon im Bereich deutsche Medienlandschaft eine der größten Sachen diese Woche. Ja. Das sorgt dafür, dass die Punktezahl am Ende heute in die Höhe getrieben wird. Mhm. Und das ist aber wirklich ein Ding. Und zwar hat sich Michael Wendler schon vor ein paar Tagen oder jetzt schon vor ein paar Wochen vielleicht von einigen von seinen Aussagen distanziert in seinem Telegram-Kanal. Er hat geschrieben, ja, manche Aussagen finde ich nicht mehr in Ordnung. Ich entschuldige mich, aber ich stehe nicht mehr dahinter und ich werde den Kanal jetzt einstampfen, mein Telegram-Kanal, ne? Alle dachten schon so, hä? Meine Karriere leidet, ich muss diesen Kanal schließen. Ja, alle dachten irgendwie, was ist mit dem los? Dann kam auch schon die Meldung, dass RTL 2 eine Doku-Serie plant mit Wendler und Laura Müller, also seine Partnerin, und wollen halt ihr Babyglück begleiten irgendwie. Und deswegen hat er sich wohl distanzieren müssen von dem ganzen Scheiß. Und es gab einen riesigen Shitstorm, natürlich. Also alle Menschen haben gesagt, wir können jetzt so Verschwörungstheoretiker eine Bühne bieten. Vor allem, weil er ja eben auch die Corona-Maßnahmen mit KZs verglichen hat und mit dem Dritten Reich, was gar nicht geht. Und dann haben sie erst gesagt, wir beleuchten aber nicht seine politischen Aussagen, sondern nur ihn und sein Privatleben mit seiner Freundin. Wir wollen überhaupt nicht über Politik sprechen, was schon eine mega dumme Aussage war. Und dann hat auch RTL gesagt, also der Mutter-Vater-Sender, keine Ahnung, das finden wir scheiße, so in dem Wortlaut, ne? Und dann mussten erst die Geissens kommen. Ohne Scheiß. Ja, ich hab's mitbekommen. Die größte Instanz der Medienlandschaft, die Geissens melden sich zu Wort und alle halten die Luft an. Was ist da passiert? Alerta, Geissens sind da, ohne Scheiß. Und die haben dann gesagt, sie distanzieren sich von dieser Idee, von dieser Doku und wollen mit Corona-Leugnern und Holocaust-relativierenden Leuten nichts zu tun haben. Dass sie diese Worte alleine kannten, hat mich schon voll irritiert. Und dass sie, auch wenn es bedeuten sollte, dass ihre Karriere bei RTL 2 zu Ende geht, werden sie sich distanzieren von all dem. Erst dann hat RTL 2 gesagt, oh Gott, wenn die Geissens jetzt schon was dagegen haben, ja. Da ist die Kacke am Dampfen. Dann ist alles verloren so. Und dann haben sie gesagt, okay, wir stampfen jetzt diese Doku ein. Ja. Wie findest du das? Findest du das gerechtfertigt oder sagst du irgendwie, man muss ja Leuten auch eine neue Chance geben? Der Wendler war von Anfang an einer der Schlimmsten, glaube ich. Na gut, nicht so krass wie Hildmann, ne? Und ich glaube auch mal ein bisschen unter Xavier Naidoo, weiß ich nicht genau. Aber der war schon deep drin, so. Ich weiß nicht, wie es da überhaupt zu kommen konnte. Hat er den nicht auch damals irgendwie gegen RTL eh schon übelst geschossen oder so? Na, er war ja auch bei DSDS eine Zeit lang, ne? Und ist dann irgendwie... Nee, Naidoo auch. Also beide waren bei DSDS und dann ist Naidoo, glaube ich, rausgeflogen wegen seiner Aussagen. Jedenfalls ist es so, dass Wendler in meinen Augen eher Mitläufer ist. Also ich hatte das Gefühl, da wurde er bequatscht von Hildmann und so und von Naidoo und wusste gar nicht, was er da eigentlich spricht. Der hat den Intellekt gar nicht dafür, um das einzuschätzen. Lass den halt irgendwie im Bierkönig nochmal ein paar Lieder singen, aber also warum muss man den jetzt eigentlich nochmal rausholen so? Es war doch gut, wie es ist. Einfach weg mit dem... Ne, weil es wohl... Ich meine, wenn die Sache dafür sorgt, dass er seinen Telegram-Kanal einstampft und vielleicht zwei Leute weniger irgendwelchen Theorien anheimfallen, ja? Naja, okay. Aber einfach so, also ich erwarte von ihm schon eine richtige Entschuldigung, ein Statement und so, dass er sich distanziert und er hat sich geirrt und so und dass er sich distanziert von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern mit rechten Theorien und so, dann noch vielleicht eine Phase, in der es still um ihn ist, ja, wo er nachdenken kann über seine Taten. Dann ja, aber so jetzt instant, oh, ich habe jetzt richtig viel Geld bekommen von RTL 2, jetzt mache ich meinen Kanal wieder zu und bin jetzt wieder voll Mainstream drin, finde ich halt irgendwie lame. Finde ich nicht gut. Ja, ich muss den halt nicht sehen, aber ich habe da vielleicht auch einen ganz leichten Bias, könnte man meinen. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht bin ich nicht der größte Wendler-Fan. Ich auch nicht. Ich meine, ich fand seine Musik schon immer langweilig irgendwie. Klar, diese Meme-Geschichten mit egal und so, das ist schon witzig. Ja, aber das kommt ja nicht von ihm. Das wurde ja quasi auf Kosten von ihm gemacht und nicht, weil ja, er... Ja, quasi. Also, das ist ja... Aber schön. Also schön. Vielleicht kriegt auch noch Putin so eine kleine macht der vielleicht auch noch mal Hochzeit demnächst oder so. Dass wir da nochmal begleiten können und sagen, ja, guck mal, das ist der Wladimir. Das ist ganz lieber eigentlich im Privaten. Der kriegt eine eigene Friedensshow. So handelt man diplomatische Beziehungen aus und so und... Würde mich freuen. Und ein bisschen Geschichtsunterricht von Höcke bei RTL 2 vielleicht auch, ne? Die Deutschen im Dritten Reich, ihre echte Rolle. Würde ich ganz gerne mal von Höcke hören, wie er das so empfindet. Ja. Bald bei RTL 2. Freut mich. Ich gucke ja kein Fernsehen mehr, aber für mich war es neu, dass RTL 2, wie war das?
Das eine gehört zum anderen. Ne? Die RTL Media Group steht über allem, aber irgendwie gehört RTL von RTL 2 nur 38% oder so. Das weiß ich nicht. Das war so eine ganz komische Zahl, wo ich mir dachte, okay, jetzt rein namentlich hätte ich gedacht, ist schon einfach das Gleiche, was da drüber steht, aber nicht ganz. Und deswegen kam es ja überhaupt dazu, dass die quasi ihr eigenes Süppchen kochen und RTL dann einschreitet mit ihren 38% oder was auch immer. Und die Wendlers haben wohl auch Onlyfans, aber veröffentlichen da wohl keine nackten Sachen. Da geht es eher so um private Einblicke einfach, von wegen hier Babyschuhe gekauft und so. Und auf Telegram veröffentlicht er Sachen, die sein... Also auf Onlyfans veröffentlicht man ja Sachen, wie man zum Beispiel die Laura fickt. Und auf Telegram hat er Sachen veröffentlicht, die sein Leben gefickt haben. Ist so quasi. Toll. Michael Wendler. Ich sag dir, stell dich vor einen Bierkönig mit so einem Hut auf dem Boden. Ja? Sing da 1-2 Lieder, vielleicht schaffst du es dann in ein paar Jahren wieder. Und vom einen Schlagersänger zur Schlagersängerin, nämlich Ute Freudenberg. Kennst du die? Ja, würde ich wirklich gerne mal reinschlagen. Kann ich verstehen. Ute Freudenberg, aber um die geht's gar nicht, sondern um den Ort Freudenberg. Oh. Denn da haben zwei Mädchen eine Freundin von sich erstochen, eine 12-jährige Freundin erstochen. Das klingt aber nicht sehr freudenvoll. Nee, überhaupt nicht, ne? Das ist ein bisschen ironisch. Die hätten ja mal den Ort wechseln können, einfach in Traurigberg oder so. Ja. Ganz traurige Geschichte, irgendwie waren es so eine... Naja, ich weiß nicht, ob sie eine Gang waren, aber es waren irgendwie drei Freundinnen. Und eine Gang? Waren die alle 12 oder was? Es waren alle 12. 12-jährige Kindergangs, die Leute abstechen. Ja, zwei Mädchen, die 12-jährig sind, haben eine andere 12-jährige erstochen. Ist das dieses Fallout hier? Ist das Little Landlibe? Light? Ja, geil. Erzähl mal, warum? Also ich habe es auch nicht ganz krass verfolgt. Ich weiß halt nur, dass diese zwei Mädchen wohl auch gefasst worden sind. Angefasst? Dann verstehe ich's. Die wurden angefasst von Michael... Nee, Michael Wendler nicht. Genau, und zwar als Luise ging die jetzt durch die Medien, dieses Mädchen, was halt erstochen worden ist. Die wurde tot aufgefunden und dann wurde lange Zeit gerätselt, woran ist sie denn gestorben und so. Gewaltverbrechen ist ja irgendwie klar, wenn da Stichwunden sind. Und dann haben sie auch die Schülerinnen und Mitschüler interviewt und verhört. Und diese zwei Mädchen müssen sich wohl widersprochen haben, mehrfach. Und erst dann kamen die drauf, dass sie dahinter stecken könnten. Oha. Da gab es wohl nochmal ein Gespräch mit den beiden und Psychologinnen und so weiter. Und dann haben sie gestanden, dass sie es waren. Aber die sind eben noch nicht... strafmündig, ne, die beiden, die können halt machen, was sie wollen quasi, werden nicht bestraft. Ja, da habe ich jetzt, deswegen gab es diesen einen Artikel, von wegen soll die Strafmündigkeit runtergesetzt werden. Klar, die AfD fordert das schon länger, dass man irgendwie, wo früher schon strafmündig ist, von 14 auf 12 runter oder so, da würden die auch ins Gefängnis kommen. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber prinzipiell kann ich verstehen, wenn die Eltern des ermordeten Kindes irgendwie jetzt keine Gerechtigkeit erfahren und naja, das aber Leben irgendwas wird doch mit denen passieren. Also Jugendknast oder sonst, Jugendkanzt, wie es hier in Weimar heißt, irgendwas muss doch mit denen passieren. Es kann nicht sein, dass sie jemanden umbringen und nur alle Ringelrei um die rumtanzen. Soweit ich weiß, kommen die beiden Mädchen irgendwie in Pflegeeltern und kommen so auch in Behandlung psychische. Also es ist nicht ganz folgenlos. Für die Eltern muss es scheiße sein von den Kindern, ne, die da irgendwie ermordet haben. Ja, aber echt aus Sicht auch von, ich weiß, dass du, wenn du da deine Tochter irgendwie so verlierst, dass du natürlich übelst roten Blick hast und sagst aber selbst dann, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie ein 3-jähriges Kind so aus Versehen jemanden ersticht, ja, kann ja mal passieren, dann sagt man jetzt auch nicht, Alter, was fällt dir ein? So, und die sind halt mit 12 natürlich nicht mehr 3, aber trotzdem nicht auf einer Ebene, wo man sagt, hier ist jetzt ein erwachsener Mensch, der hat das jetzt richtig durchtrieben, geplant, ja, oder so. Weiß ich nicht. Also ich finde, 12 ist echt sehr jung. Es ist halt auch eine Frage, wie man, was so eine Strafe ausmacht, wenn so ein 12-Jähriger ins Gefängnis kommt. Weil wir immer so ein bisschen gucken auf Resozialisierung, dass es dann den Mädchen immer noch gut geht und sie sich wieder eingliedern können in die Gesellschaft. Aber so ganz strafenlos finde ich auch schwierig. Also ich weiß ja, nicht, ob gesagt, es... Also die wird mindestens mal Hausarrest jetzt kriegen hier so, die beiden. Handyverbot für eine Woche oder so. Du darfst jetzt keinen SpongeBob mehr gucken. Oh Mann, oh! Also irgendwas fände ich auch interessant, ob es dann so was gäbe, Jugendknast irgendwie trotzdem so für ein Jahr und dann gibt es aber immer noch Unterricht und so weiter, aber dass sie halt irgendwie doch eine... Aufarbeitung bekommen. Ich habe es nicht verfolgt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe nur nebenbei gelesen, dass wohl Pflegeeltern kommen könnten und so. Also das selbst, steht im Raum. Selbst 16-Jährige werden ja nicht vollständig wie ein Erwachsener. Ich glaube, selbst 18-Jährige, also richtig strafmündig bist du ja, glaube ich, mit 21, wo dann nicht mehr Jugendgesetz kickt oder so. Ich muss es eigentlich wissen, weil ich habe ja vielleicht das eine oder andere gemacht, aber ich habe nie eine 12-Jährige abgestochen. Jetzt kein Mord, ne? Also wir waren ja
mindestens 16, die du abgestochen hast. Ja, ich habe gewartet. Am so. Geburtstag. Nein, so. Ja, deswegen, also, was willst du machen? Okay, dann setzt du das jetzt runter auf 12, aber dann kannst du auch die nicht verknacken wie Erwachsene. Nee, das muss ja abgeschwächt sein. Auf jeden Fall muss es abgeschwächt sein, keine Frage. Und ich denke sowieso, dass die Strafe auch eher kommt über das Leben verteilt. Ne? Ich meine, die müssen auch damit leben, dass sie halt ein anderes Mädchen abgestochen haben. Und vielleicht kommt das die Realisierung erst mit 18 oder so, dass sie gemerkt haben, scheiße. Hätte ich lieber einen Jungen genommen. Hätte ich lieber einen Jungen getötet, ne? Natürlich. Wir wollen uns jetzt hier nicht darüber lustig machen. Zum Glück hast du einen kleinen Disclaimer am Anfang rausgehauen, aber du hast diese Ute Freudenberg-Überleitung. Hat es mir schon nicht leicht gemacht, das hier 100% ernst zu nehmen. Aber trotzdem ist ja ein Kind gestorben. Ja. Und um das für euch professionell einzuordnen, das ist nicht gut. Nee, und das ist nicht nett, wenn man auch noch dafür gesorgt hat, dass das passiert. Ich weiß, ihr habt gebebt. Macht das nicht. Ihr habt gebebt die ganze Woche. Ne? Oh Gott, habe ich diesen Mord gelesen. Ist es eigentlich in Ordnung, jemanden zu ermorden? Ich muss auf den Brennpunkt warten am Sonntag. Leute, jetzt wisst ihr es, es ist nicht in Ordnung. Ich finde aber gerade das ist halt der Grund, warum wir sind, wie wir sind, liebe Leute. Ja? Also ihr könnt das alles ganz nah an euch heranlassen, aber das macht ihr jetzt auch nicht glücklich. Ja, ihr wisst trotzdem alle, dass es nicht geil ist, wenn so eine Scheiße passiert. Aber ich hoffe, dass sich keiner jetzt fühlt, wie wir ehren jetzt diese 12-Jährige nicht gebührend oder so. Also die Zielgruppe ist auf jeden Fall nicht die Eltern von denen, also von unserem Podcast. Aber wer weiß, man muss ja... Die sind zufällig Brennpunkthörerin, ne? Ja. Das wäre interessant. Ja, ich sehe schon, wie die Leute einfach irgendwelche Schandtaten machen, um selber einfach mal am Brennpunkt erwähnt zu werden. Aber ohne Spaß, ich glaube, wenn dein Kind ermordet wird so und es ist überall gerade in den Medien, dann guckst du auch einfach mal ein paar Wochen keine Nachrichten und so und hält sich da eher raus. Also so würde ich es vielleicht machen. Bist du eigentlich so ein Mensch, der so ein Gewissen hat? Nee. Und zwar so in die Richtung, ich meine, es ist in die Richtung so Jugendsünden, weißt du? Mir ist mal passiert, dass ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 8, 9 oder maximal 10. Und ich habe so ein Schneeball so mit Eis drin einfach in die Luft hochgehoben auf dem Schulhof. Hochgehoben? Geworfen, sorry. Okay. So hochgeworfen. Ich habe einen Schneeball, guckt mich an, ich hebe ihn hoch. So hochgeworfen und hatte irgendwie eine Erwartung, dass es auf den Boden fällt und es so Krach macht. Ja. Und irgendein Mädchen hat das abbekommen auf dem Kopf und übelst angefangen zu heulen. Und ich habe mich dann nicht weggedreht, so ich war das nicht. So. Und ich denke bis heute an diese Situation, weil dieses Mädchen mir so leid getan hat. Und ach so, okay, na, ich wollte gerade sagen, ich habe ja exakt das gleiche gehabt, nur bei mir war es so ein richtig fetter Eisklumpen, Alter. Ja. Den habe ich halt so, ich habe den auch bewusst in die Richtung von einem Paul geworfen, Entschuldigung Paul, aber mein Plan war nicht, dass ich ihn treffe, sondern so quasi so erschreckensmäßig vor ihm. Ja. Und er hat ihn aber voll auf den Schädel bekommen und hat auch ein bisschen geblutet, das war echt heftig. Aber es war halt nicht wie jetzt bei dir, dass ich quasi mich aus der Verantwortung gezogen habe, sondern so, oh, fuck, sorry. Aber ich habe trotzdem ganz viele andere Sachen, wo ich natürlich nicht gesagt habe, ja, ich war das jetzt hier, der XY gemacht hat. Ich muss dazu sagen, es war halt, wir hatten Pause, aber haben eben auch der Busse gehalten. Ne? Das Mädchen ist gerade im Bus eingestiegen. Ich habe es hochgeworfen und sie hat es auf den Kopf bekommen, musste aber dann zum Bus rennen. Hat übelst geheult so, und ist aber zum Bus weiter eingestiegen. Das heißt, Relativieren, was du gerade machst. Nee, das heißt, ich konnte gar nicht irgendwie auf den Zug gehen. Ich hätte hinrennen können, irgendwie alles in Ordnung. Aber sie ist gerade in den Bus eingestiegen in dem Moment. So, ne? Und du konntest gar nicht anders. Ist faktisch so. Im Prinzip musstest du die auch abwerfen. Das nicht. Aber ich fühle mich immer noch richtig scheiße. Und wenn du gerade zuhörst, liebes Mädchen von damals, oder auch ein Junge vielleicht, ich weiß es ja nicht, ne? Kennst du die Person? Oder? Nee, ich wusste... War komplett random. Die war auf meiner Schule. Ich weiß, dass sie existiert hat, aber ich wusste nicht, wie sie heißt und so weiter. Und wenn du das heute hörst, es tut mir unendlich leid, aber manchmal wache ich nachts manchmal auf. Manchmal haben es Leute halt einfach verdient. Nee, aber ich denke manchmal, wache nachts auf, lege in diese Situation. Ja. Und dann muss ich mir vorstellen, wenn ich jetzt... mit 12 eine Mitschülerin erstochen hätte. Das würde mich ja völlig auffressen, glaube ich. Also ich wäre für einen Mord gar nicht fähig, glaube ich. Also nicht unbegründet. Wenn es begründet wäre, vielleicht. Was ist eine Begründung, Tino? Was für dich? Ich kann mich dazu nicht äußern. Okay. Aus juristischen Gründen. Okay, das ist natürlich ganz schön düster jetzt hier alles gewesen, Leute. Ja. Es kommt die Zeit der Freude und zwar jetzt, denn es sind so viele schöne, wholesome Sachen diese Woche passiert. Unter anderem die Oscars. Die Oscars, stimmt, die über die Corona-Zeit ein bisschen an Relevanz verloren haben, dann letztes Jahr durch Will Smith mit einem Paukenhieb wieder entfacht wurden. Dennoch... Das war ein Job, sage ich dir. Ein Inside-Job. Ja. Für das Gesicht von seinem...
Gegner, ich komme gerade gar nicht auf den Namen, wer war das nochmal? Chris Rock. Ja, genau. Für den war es ein Outside-Job, für sein Gesicht. Egal. Hat viel zu lange gedauert, das jetzt zu machen, um diesen Gag noch zu bringen. Egal. Also, liebe Leute, die Oscars sind zurück. Die Einschaltquoten sind stark gestiegen. Und das zu Recht, denn es war der Abend der wholesome Momente. Ja? Verschiedenster Art. Habe ich gar nicht verfolgt. Ich bin mir sicher, dass du keine Ahnung von den Oscars hast. Und ich muss auch dazu sagen, die Oscars an sich, das ist halt ein goldener Mann, der da an Leute verschenkt wird. Ja, die kriegen Bedeutung dadurch, dass Leute es gucken und dass die Celebrities untereinander sich da im Kreis einkeulen und so. Aber ich habe es nicht bereut, dieses Jahr da live zuzusehen. Ich habe zugesehen, weil zum einen ein deutscher Film dabei war. Ich glaube, der hat 4 Oscars tatsächlich bekommen. Stimmt. Im Westen nichts Neues. Habe ich gesehen, die Neuverfilmung von Netflix. Und Everything, Everywhere, All at Once. Das hast du mir geschickt bei Telegram und da habe ich mich sehr gefreut, weil du uns damals ins Kino gelockt und meinst, guckt euch keinen Trailer an, einfach reingehen und wir haben es nicht bereut. Der Film war echt großartig. Yes. Und da hat jeder Oscar verdient. Nachdem ich ihn damals gesehen habe, habe ich auch, das war wirklich, das ist jetzt schon fast ein Jahr her, was eigentlich insane ist, der ist wirklich quasi genau am Anfang der neuen Oscar-Periode ist der rausgekommen. Und da habe ich schon allen gesagt, Leute, guckt diesen Film, habe in die Telegram-Gruppe gepostet, in die man rein kann für $3 im Monat. Habe gepostet, bester Film, fuck off, Alter, guckt ihn euch an, der ist nicht vorhersehbar, das ist nicht Schema F Marvel-Film, den du schon 20 Mal gesehen hast, das ist was ganz Eigenes und er hat jetzt 7 Oscars bekommen von 11 Nominierten. Krass. Absolut zu Recht. Und obendrein halt hat auch Ke Huy Quan, ich will ihn nicht falsch aussprechen, Ke Huy Quan hat den Oscar für die beste Nebenrolle bekommen. Ist der Ehemann. Der war super, ja. Der absolute emotionale Anker und so ein wholesome Typ, Alter. Der ist ein so lieber. Das ist der kleine Junge von Indiana Jones damals gewesen. Ah. Falls du den kennst. Mhm. Und nach dieser Rolle und bei den Goonies hat er noch mitgespielt, hat er einfach komplett aufgehört mit Schauspielen. 30 Jahre war der weg vom Fenster. Und dann hat er Super Rich Asians gesehen und hat sich gedacht... Und als Super Reich Asiaten gesehen, dachte ich, ich will auch so einer werden. Nein. Hat noch einen Film angenommen. Nein, aber das ist ein Film, der von Asiaten handelt. Ja. Und da sieht man auch mal, dass Repräsentation vielleicht ganz gut sein kann. Denn er hat zu Hause diesen Film geguckt, hat gesehen, oh, das sind ja Asiaten, die gerade richtig steil gehen. Asiatische Schauspieler, die gerade in Hollywood steil gehen. Ich habe ja früher auch mal geschauspielert. Ich habe eigentlich Bock, das mal wieder zu machen. So, das war der Auslöser, dass er nach 30 Jahren gesagt hat, ich versuche das jetzt. Hat keine Rollen bekommen. Hat dann durch irgendwelche Zufälle und Verquickungen diesen Film bekommen, hier von den Daniels, die damals den, die haben zum Beispiel das Video gemacht, Turn Down for What? Das Musikvideo haben die gemacht? Kennst du aber das Lied, oder? Weiß ich gerade nicht. Turn Down for What? Du. Kennst du? Gerade nicht. Hart. und hier Swiss Army Man haben die gemacht und jetzt diesen Film und da der sich beworben wurde, genommen. Und danach, nachdem der abgedreht wurde, kommt er ja nicht sofort ins Kino. Ja? Da waren er so anderthalb Jahre noch nichts. Und in dieser Zeit hat er auch wieder gar keinen Job bekommen. Alle so, nee, hier, das nicht, schlechtes Angebot oder nee. Und diese Story, dass der jetzt da auf der Bühne steht und den fucking Oscar bekommt, dabei heult und sagt, meine Mutter schaut gerade zu, die ist 86, die ist zu Hause. I just won an Oscar. Es ist einfach so schön, Alter. Oh, nice. So eine schöne Story. Richtig geil. Und wie gesagt, andere, Michelle, also die Hauptdarstellerin, hat auch einen Oscar bekommen. Dann die andere, Jamie Lee Curtis, hat auch ihren ersten Oscar tatsächlich bekommen, auch für diesen Film. Bester Film wurde es auch, absolut zu Recht. Leute, wenn ihr noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an, guckt keinen Trailer vorher, ihr werdet positiv überrascht. Ich hype den natürlich jetzt an, die Erwartungen sind dann hoch und dann sagt er, so geil war jetzt auch wieder nicht. Aber zumindest ist es eine Original Story und nicht das 20. Mal, okay, hier ist ein Held, der wurde damals als Kind gemobbt und er hat es schlecht in der Schule und dann hat ihn eine Spinne gebissen und dann war er auf einmal krass. So, diese Geschichte musst du nicht ein 20. Mal hören. Egal, ich mach's schon wieder zu lang. Gleichzeitig hat Brendan Fraser den Oscar für den besten Schauspieler. Der ist auch ein Feini, der ist so großartig. Der hatte nämlich eine ähnliche Geschichte. Der war auch ewig lange weg vom Fenster. Nicht aber, weil er sich entschieden hat, aufzuhören, sondern weil er damals von einem hochrangigen Tier molestet wurde als junger Mann
und hat da ewig nichts gesagt, hat ja bei Die Mumie mitgespielt und so. Als er dann aber gesagt hat, hier, da war damals was, dann gab es quasi den Blackout für ihn, dass dann alle Hebel in Hollywood in Bewegung gesetzt worden und gesagt worden, hier, den dürft ihr nicht mehr anheuern. Gecancelt so. Quasi. Der wurde quasi wirklich gecancelt. Und hat sich jetzt erst wieder zurückgekämpft und hat auch viel Therapie gemacht und so. Hat in The Whale mitgespielt, wo er in einem Fatsuit einen sehr, sehr dicken Mann spielt. Und hat da die Performance of a Lifetime quasi abgegeben. Und jetzt den Oscar bekommen. Und ich fühle mich so ein bisschen wie, dass die Leute, also die Academy, die die Oscars halt verteilt, das so ein bisschen bedacht hat, dass das einfach schöne Storys sind. Ja? Klar. Wie jetzt zum Beispiel bei Jamie Lee Curtis oder so, war wahrscheinlich nicht die beste schauspielerische Leistung in der Nebenrolle dieses Jahr. Ja? Ist Quatsch. Aber es ist halt einfach eine schöne Geschichte, wenn dann solche Filme gewürdigt werden oder halt diese Leute diesen Oscar bekommen, als wenn, was weiß ich, Tar den Oscar für beste Leistung. Und in Tar war wahrscheinlich die Leistung besser als von Michelle in Everything. Aber egal. Und der Oscar muss auch nicht bedeuten, dass man der Beste in irgendwas gewesen ist, sondern einfach nur, dass man... Dass was gewürdigt wird. Genau, es wird gewürdigt, auch dein Kampf vielleicht. Ne? Und auch mein Kampf wurde auf jeden Fall nicht genug gewürdigt. Viel zu wenig, das ist so ein gutes Buch, das müssen wir auch mal irgendwie, Lebenswerk oder so, Oscar. Das ist ja echt, also viele Lektoren und so, die kriegen echt ein Würgen, wenn die meinen Kampf lesen. Das ist so schlecht geschrieben. Ist egal. Jedenfalls finde ich es echt voll gut, wenn so Künstlerinnen und Künstler einfach gewürdigt werden aufgrund ihres Kampfes und die Umstände, die auch die Filme oder auch die Musik gemacht hat, sollte viel mehr darum gehen. Warum soll ich denn auch jemandem einen Preis geben, der die meisten Songs verkauft hat, die meisten CDs verkauft hat oder so, ja, die meisten gestreamt worden sind, die haben doch schon irgendwie ihren goldenen Arsch so. Aber Leute, die sich hochkämpfen, die irgendwie dran geblieben sind, die investiert haben, die haben, finde ich, Preise gewonnen. Und ich finde auch so Publikumspreise immer am spannendsten. Ich fand es immer richtig dumm. Ja, aber da gewinnen dann halt auch Sachen so aus Meme-Gründen manchmal, ne? Von mir aus. Aber deswegen gibt es auch diese Instanz vorher, die halt eine Jury ist, die erstmal nominiert. Dann können ja die Leute aussuchen, okay, wen von denen mögen die am allermeisten. Das finde ich immer am besten. Ich finde es weder geil, wenn man nur abstimmen kann und nur einreichen kann. Und auch wenn nur das von der Academy geprüft wird. Finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil schieben sich ihre Preise hin und her und dann ist irgendwie der eine Juror verwandt mit dem einen oder so, verbündelt und dann kriegt der einen Preis dafür. Alles schon vorgekommen, das finde ich halt schwierig. Ja. Ich persönlich, ist meine Meinung. So, ich mache jetzt nochmal eine kleine Ansage an die Leute, die immer noch nicht glauben, dass sie den Film schauen sollten. Alle anderen, die sich jetzt schon entschieden haben, den Film zu schauen, ja, die skippen jetzt mal lieber 20 Sekunden vor, denn ich sage an die anderen Leute jetzt einen kleinen, winzigsten Spoiler. Es gibt in dem Film eine Szene, wo sich zwei Steine unterhalten, ohne zu sprechen. Und sie ist emotional as fuck und sie funktioniert einfach. Guck diesen Film. Da passieren viele Dinge, wo man sich denken würde, wenn du jetzt einfach in den Film reinsippst, ne? Ja. What the fuck? Ja. Aber es macht im Konglomerat also Sinn. Es ist richtig spannend, es ist geil, es ist nicht langweilig. Ja. Schaut euch echt mal an. Ich weiß nicht, wo er gerade zu sehen ist. Auf Wow ist er zum Beispiel. Zusammen mit The Last of Us, die Serie. Auf dem Streamingdienst Wow ist sowohl der Film als auch die Serie. Die Serie ist jetzt endlich vorbei und Tino, es war mir ein Vergnügen und du hast es bestimmt schon fast angefangen zu schauen. Ja, beinahe. Ich bin so kurz davor, den anzumachen. Seid klüger als Tino. Aber Tino hat ja die Ausrede, dass er vorher noch eine andere Serie zu Ende guckt. Ja, es ist okay. Gucken wir noch zu Ende. Es ist okay. Aber danach musst du dir diese neuen Folgen reinzwirbeln. Es ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich so eine emotionale Reaktion hatte, weil ich das schon kannte oder weil es einfach wirklich so gut funktioniert. Aber mir ist in der letzten Folge am Ende in den Credits aufgefallen, dass ich davor einfach eine halbe Minute die Luft angehalten habe. Das ist so insane, Alter. Krass. Echt, wirklich, die Credits kommen und ich merke so, ich atme gar nicht. Holy shit, was ist hier los? Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin gerade tot aufgewacht. Ich hätte noch eine Filmempfehlung von einem Film, der schon sehr alt ist, aber mit Katie Bates in der Hauptrolle. Und der heißt Misery, falls ihr den noch nicht kennt. Da geht es um einen Autoren, der halt eine Bücherreihe schreibt und diese Bücherreihe quasi abgeschlossen hat. Und er baut einen Autounfall mit dem Manuskript quasi seines neuen Buches. Und wird dann von einem seiner größten Fans halt gerettet, die ihn halt aufpäppelt. Und pflegt und sagt irgendwie, darf ich denn das neue Buch lesen und so. Und dann... Ist das auch mein Kampf? Nicht ganz. Und dann geht es so ein bisschen darum, dass sie mit dem neuen Buch nicht zufrieden ist, was er geschrieben hat, und ihn halt zwingt, Neues zu schreiben. So. Und es ist ein bisschen dieses
Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom so ein bisschen, ne, dass sie ihm irgendwie Krankheiten einredet, die er gar nicht hat und so, und dann seine Beine auch nochmal bricht und so, damit er auch bei ihr bleibt. Und sie zwingt ihn eben, ein neues Buch zu schreiben und lässt ihn halt nicht los. Und das ist halt richtig wahnsinnig, richtig perfide. Und es gibt von dem Film zwei Varianten, eine ab 16 und eine ab 18 Variante. Und es gab den ab 18 gestern aber nicht freizuschalten bei Amazon Prime. Deswegen haben wir nur 16 geschaut. Oh. Und der war schon sehr perfide. Das Buch war noch krasser, hat Mio mir erzählt, hat er nämlich gelesen. Also Misery auf Amazon Prime ist echt eine Empfehlung. Sehr spannend, sehr düster und auf jeden Fall auch blutig zwischendurch vielleicht. Aber auch älter, Tino. Älter. Das hast du mir hier mit meinem neuen Release nämlich, wir wollen ja über die Woche, die passiert ist. Ich wollte auch mal was gegenhalten. Man kann auch mal neue Dinge entdecken. Du musst bei The Last of Us nichts gegenhalten. Das ist so eine geile Serie. Das ist mindestens 9 von 10. Da muss nichts gegengehalten werden. Schaue ich mir auch an. Ist versprochen. Aber gerade passt nicht in mein Leben. Okay. Es ist wirklich, ich will es nochmal sagen, es ist auch wieder so, dass irgendwie das Finale wieder mehr Leute gesehen haben als die Folge davor. Jede Folge Strange. Hat mehr Aufrufe als davor. Ist insane, Alter. Wirklich großartig. Also alles gekauft, sag ich. Es gab auch, glaube ich, keine Stimmen, die gesagt haben, das ist kacke. Dass die letzte Folge, ich gucke gleich mal auf IMDb, was sie hat. Die vorletzte hatte auch wieder 9,5 von 10. Es ist einfach insane. Es ist insane. IMDb habe ich jetzt geschrieben. Deswegen, wer es noch nicht gesehen hat, schaut sich auch sehr gerne einfach mal The Last of Us an. Ich finde es wirklich unterm Strich besser als das Spiel, story-wise, ja. Natürlich mag ich das Spiel trotzdem lieber, weil ich einfach ein Sucker für dieses Schleich-Gameplay bin. Aber, könnt ihr auch einfach während der Filme oder während der Serie einfach einen Controller in der Hand halten fürs Gefühl. Ja. Und habt ihr beide Gefühle drin und dann wird es auch eine 10 von 10. Auf jeden Fall. Episoden. Wie viel sind es? 11? Look for the Light hat 9,1. Und die vorletzte hat 9,5. Aber Kritiken höre ich nicht, weil ich auch Filme geil fand, die hatten nur 2 Sterne oder so. Ja, aber also es ist schon ein Indikator, dass es nicht scheiße ist, wenn da 9,5 von 10 steht. Wer weiß. Das ist immer so eine Meinung von ganz vielen Leuten. Und manchmal mag ich Sachen nicht, die ganz viele Leute mögen. Ja, dann schau bist du ein Dreckshipster. Schau mal in die Musikcharts. Ja. Ich mag davon gerade keinen Song, der gerade drin ist, okay? Das ist was anderes. Das ist 3 Minuten Dummheit. Was uns zum nächsten Thema führt, Apache. Der hat nämlich jetzt einen Rekord gebrochen von Last Christmas mit dem Song, der am längsten in den deutschen Singlecharts ist. Ich weiß gerade nicht, welcher Song das von ihm ist, aber... Ach so, Alter, ich dachte, der hätte jetzt im Frühling ein Cover von diesem Song gemacht. Nee. Der hat den Rekord gebrochen für die am längsten amtierende Chartplatzierung oder irgendwas. Und da sind auch fast nur Weihnachtssongs drin. So Mariah Carey war noch drin und Last Christmas war Platz 1 jetzt jahrzehntelang. Aber jetzt ist Apache Nummer 1, der mit den erfolgreichsten, am längsten in Singles. Ist das nicht auch einfach so ein komischer Gangster-Rapper oder irgendwie sowas? Naja, so ist so ein bisschen Capital Bra, so ein bisschen so die Richtung, ne? So ein bisschen Cloud, glaube ich, und Rap und Pop. Also ist das jetzt die angesprochene Apache 207, das ist die angesprochene Islamisierung des Abendlandes? Ich weiß gar nicht, ob der so Muslime ist. Aber ich fand ihn auch erst schwierig. Aber er ist sehr unterhaltsam, er hat echt witzige Musikvideos, nimmt sich nicht zu ernst. Der ist in Mannheim geboren. Das ist ein Deutscher, guck. Ekelhaft. Die Mannheimisierung des Abendlandes. Der echte, der beste Mannheimer seit Naidu. Ich kenne den nicht, ich möchte den hier gar nicht fronten, ja. Und er hat einen geilen Song gemacht mit Udo Lindenberg zusammen. Komet heißt der, also kann man schon sich gönnen. Ist kein scheiß Musiker, ist schon ganz cool. Guck mal, türkische Wurzeln. Türken sind ja auch mittlerweile in Deutschland angesehen. Das ist irgendwie so vor 15 Jahren gewesen, als es noch hieß, die bösen Türken. Das wurde jetzt abgesetzt von die bösen Syrer oder Nordafrikaner. Da kamen die bösen Onkels und so, die sehr etabliert sind. Du lässt aber auch keine Sache aus, ne? Nee, gar nichts. Tino. Die bösen Onkels sind übrigens die Band, die das Schlusslied bei meinem Susie Lee the Movie, was hoffentlich jetzt online ist, bilden. Adios habe ich da nämlich verwendet, das ist ein Instrumental, da hört man Kevin nicht, keine Sorge. Da habe ich nämlich diese Woche richtig zu kämpfen gehabt. Ich wollte diesen Scheiß, ich habe den ja hier vor 2 Wochen schon angekündigt und wollte es jetzt endlich veröffentlichen, ja. Alles war cool, aber in dem Moment, wo ich auf öffentlich machen drücke, heißt es auf einmal, ihr so 13 Songs weltweit gesperrt.
Ah, das ist scheiße. So ein Dreck, Alter. Die habe ich jetzt ersetzt. Hab das nochmal, das lädt gerade, während ich das hier aufnehme mit dir, lädt das gerade hoch und ich hoffe, dass es jetzt einfach funktioniert, sonst raste ich hier aus. Hab dazu noch die Originaldatei jetzt auf Google Drive hochgeladen, dass man da wenigstens das so schauen kann, wie der Künstler intended hat. Ey, ohne Spaß, ich hab's auch schon in so einem Ansagevideo gesagt, was jetzt vielleicht auch online ist, hoffentlich. Das ist so eine Sünde für mich. Ich schneide so gerne auf Musik. Und jetzt muss ich die Lieder ersetzen, ja? Und dann passt das alles nicht mehr. Ja. Alter, oh, das ist so ekelhaft. Hast du da jetzt so Freebeats wieder genommen, oder? Nee, schon andere. Also ich scheiße auf Copyright, ja? Von mir aus sollen sie ihre Monetarisierung nehmen, aber die dürfen halt nicht gesperrt werden, die Videos. Das hasse ich. Ist ja auch voll dumm. Ja. Jetzt habe ich von Apache abgelenkt, aber herzlichen Glückwunsch. Ja, ist voll gut, also ist ganz toll. Einfach spannend. Also noch nie Mucke von dem gehört, das ist dieses Altwerden, Tino. Na, kennst du nicht dieses Apache bleibt gleich? Das war doch so ein Hit irgendwie. Ein Hit? Ich wollte jetzt hier mal Apache eingeben, um zu sehen, da musste man jetzt irgendwie so ein Video sehen, was ganz viele Aufrufe hat, oder? Komet. Hier mit Udo Lindenberg, 15 Millionen Aufrufe. Ja, das ist eine krasse Zahl, ne? Na, aber mit Udo Lindenberg. Ja. Und vor allem ist das halt auf seinem Kanal und nicht auf Apache-Kanal. Aber wie erklärst Roller, du mir das? Roller ist der Song, glaube ich, der am erfolgreichsten ist. Ja, 160 Millionen Aufrufe. Mhm. Wobei auch Charts nicht mehr Charts sind wie früher. Ne? Früher war das ja echt so, am meisten verkauften Singles und so. Jetzt geht es ja auch so ein bisschen darum, um Fanboxen und so weiter und Streams. Das ist alles ein bisschen verwaschen. Wurde angepasst von der Chartgesellschaft, ne? Aber ich werte Charts nicht mehr als so relevant ein. Jetzt geht es viel mehr um die, glaube ich, um die eigenen Aufrufzahlen. Wenn du irgendwie dich steigern kannst oder auf dem Level bleibst, bist du erfolgreich. Früher war es irgendwie so, du musst Top 10 sein, um geil zu sein. Ist lange nicht mehr so. Es gibt so viele erfolgreiche Musikerinnen und Musiker und Bands, die noch nie in den Charts waren, aber die trotzdem davon leben und erfolgreich sind. Also das ist nicht mehr relevant wie früher. Warum wird hier, wenn ich Apache google, weiter unten angeboten, Frauenarzt? Komm, du weißt, wie es geht. Frauenarzt ist zurück. Cool. Oh, vor einem Tag. Hat mir nie gefallen. Naja, gut. Tino, schön, dass du diese Information hier reingetroppt hast. Ich hatte nämlich wirklich keine Ahnung von dem. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Vor Ort teilt mich bitte in den Kommentaren, wenn das ein Trend ist, ein musikalischer Trend, der nicht hätte an mir vorbeigehen dürfen. Der Patsch ist halt gerade so der Typ in der Musik, ne? Für so die jungen Leute. Mhm. Also was Kapital Bra vorher war, jetzt würde ich jetzt als alter Mann einschätzen, ist Apache. Aber er wird bald überrollt werden, natürlich von Robin aus der Rafu, ein junger Künstler auf Spotify, ganz frisch. Ja, nicht nur auf Spotify, auch auf Amazon Music. Ihr könnt jetzt auch in Instagram-Stories meine Lieder einblenden. Es ist der Wahnsinn. Und es wird auf jeden Fall Apache überrollen. Noch, ist so. Noch mit Bravour. Ist so. Was auch so ist, dass du von geilen Typen redest oder so, ja, die irgendwie gerade in den Charts sind. Was macht einen Typen in der Regel aus? Ein Schwengel in der Mitte oder auch nicht, nein. Aber ich musste, sorry, ich musste halt irgendwie überleiten. Was siehst du denn hier, Tino, auf diesem Bild? Ich sehe zwei Balken, das sieht ein bisschen aus wie ein Denkmal für, ja. Da steht ganz groß, 9/11, September 11, 2001. Was macht denn der Penis dann? Ja, was macht der Penis in der Mitte? Das ist eine sehr gute Frage. Man sieht halt so zwei Hochhäuser, ich muss meine Brille putzen. Man sieht gerade zwei World Trade Center quasi, ne? Denkmal, ja, also aus Granit, so gegossene Blöcke. Und in der Mitte einfach ein Penis. Und ja. Ich weiß nicht warum. Ja, das weiß keiner so richtig. Das ist halt Teil dieses Denkmals. Das macht wahrscheinlich die Perspektive von vorne, ist das vielleicht eine trauernde Figur mit einem lustigen Hut auf oder so. Wir mussten beide Seiten repräsentieren, auch die Terroristen. Ich meine, dreh's mal so um, das sind ja wirklich zwei Beine mit einem Schwengel. Oh Gott, ist echt so, Alter. Das ist ja funny. Ja, also du willst ja Opfer gedenken. Und wo ist das? Das ist in Michigan oder so. Also nicht in New York, es war irgend so ein anderes. Hat er einfach so ein Memorial jetzt gemacht quasi. Weil, weiß ich nicht, ist nicht mehr eine runde Zahl, sind nicht mehr 20 Jahre. Wurde halt jetzt neu revealed und das ist der Top-Post diese Woche auf Reddit gewesen. Das muss doch auffallen, Leute, ey. Alter. Es gibt so Dinge, ja, es kann mal passieren, dass man irgendwo so ein Pimmel erahnen kann, das witzig ist. Ja, es ist ja ein Pimmel, also ohne Scheiß. Ja. Da muss doch jemand daneben gestanden haben und gesagt haben, Alter, das ist doch ein Phallus. Es ist in, Fireman's Museum. Vielleicht, warte mal. My Hometown heißt ja, das. Ja, My Hometown. Ich weiß nicht, was die Hometown ist, aber es ist halt nicht New York. That's unfortunate. Witzig. What is that head penis supposed to be?
It is a tombstone with a firefighter helmet on top. Ah, ein Grabstein also mit einem Feuerwehrhelm. Ja. Ja, von vorne macht es Sinn, ja. Ja, ja. Auch von hinten kommt das. Leute, Alter. Richtig von gut. Von vorne voll gut gemacht, so schön, sieht schön aus, aber es ist halt ein Pimmel von hinten. Ja. Tut mir leid. Sehr, sehr witzig. Gut, das ist auf jeden Fall der Top-Post diese Woche auf Reddit. Da freue ich mich sehr. Wer sich auch bald sehr freuen kann, ist Wladimir Putin, denn der wurde jetzt, der wird gerade gesucht mit internationalem Strafbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof. Ich würde den in Russland vermuten. Meinst du? Nur so ein Tipp von meiner Seite. Es ist ja so, dass Putin Kriegsverbrechen verantworten soll in der Ukraine, weil er Kinder und so verschleppt haben soll. Er selber? Also halt unter seiner Verantwortung natürlich, ne? Und es hat der Gerichtshof in... Oh Gott, ist es Den Haag? Ich weiß gerade gar nicht. Putin hat die Kinder so verschleppt, wie Hitler die Autobahnen gebaut hat. Ja, quasi. und natürlich erkennt Russland diesen Gerichtshof nicht an, ne? Aber dennoch ist es so, dass 120 Staaten oder noch ein paar mehr den anerkennen und die Polizei dort aware ist und sollte Putin eines dieser Staaten betreten. Die Polizei ist ein Awareness-Team. Würde er verhaftet werden. Okay. Viele haben gesagt, ja, sie erkennen das doch eh nicht an, die Russen, diesen Gerichtshof und so, ist doch einfach nur lächerlich, aber das heißt, er kann diese Länder nicht mehr betreten, ohne verhaftet zu werden. Hm. Das ist schon eine krasse Meldung, ein krasser Schritt. Klar werden die da jetzt nicht invaden und ihn da jetzt wie Bin Laden rausziehen und erschießen. Aber die Frage ist auch wirklich, ob das Leute machen würden. Also ich stell dir jetzt mal vor, ja, du bist jetzt hier irgendwie der Jonathan Breslau aus Buxtehude und auf einmal kommt Putin bei dir vorbei und du weißt, dass du den jetzt theoretisch hier verhaften könntest. Würdest du das machen? Ich glaube nicht. Du hast die Weltgeschichte an den Eiern in dem Moment. Ja, du hast den Dritten Weltkrieg vielleicht doch auch an den Eiern. Die Frage ist natürlich gut, wenn Putin verhaftet ist, vielleicht kann er dann nicht auf irgendeinen roten Knopf drücken oder so, aber ist der Stellvertreter würdest vielleicht. Du das wirklich machen, Alter? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon. Ja? Ich kann es mir vorstellen, weil ich darf es in dem Moment. Ich habe eine Waffe wahrscheinlich bei mir, ich bin überlegen. Ich will der kann Judo, hallo? Der kann so Judo, die lassen sich zwar alle immer hinfallen, aber... Ich habe eine Pistole, ich schieße ihm einfach ins Knie, wenn er mich bedroht. Na gut. Es war ja auch beim Ersten Weltkrieg so, dass ich glaube ich, eine kleine Kleinigkeit, so ein... Nicht Kleinigkeit, aber irgendein Attentat, ne, was irgendwie keine große Auswirkung haben sollte, hat wohl den Ersten Weltkrieg ausgelöst, irgendwie in einer ganz langen Verkettung von Verkettungen, ja. Mhm. Und das kann ähnlich sein. Du bist irgendwie so ein Hanswurst in Weimar und Putin macht Staatsbesuch bei Peter Kleine und dann musst du den verhaften, Putin. Ja. Und du bist ja derjenige, der die Weltgeschichte an den Eiern hat. Du kannst entscheiden, was jetzt passiert. Ja. Klar, wenn du es nicht machst, macht vielleicht dein Kollege oder so oder wer anders. Aber dennoch, ich finde das spannend. Ich bilde mir ein, ich würde es machen. Wenn ich mich da wirklich ich gucke nicht raus, ich überlege so. Nur. Wenn ich mich da reinversetze in diese Lage... Alter, diesen Druck, diese Verantwortung will ich nicht haben. Das ist krass, ne? Das ist... Ich sag's auch gerade nur, aber ich kann das sein, dass ich mir auch in die Hosen mache in dem Moment. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich es tun würde. Es gibt dieses geile Bild von dir, wo du diesen... Was war das? War das nicht auch ein KZ-Offizier oder so, wo du den mal gespielt hast mit so viel zu großen Klamotten, irgendwie mit so einem Hut? Ach so, nicht KZ-Offizier, war einfach nur ein Todesstrafenvollstrecker, also so ein Firing Squad. Genau, irgend sowas. Also so sehe ich dich da gerade in diesem Outfit vor Putin stehen, ja, mit so einem Gewehr in der Hand, Alter. Oh. Ja, ja, ja. Ich habe auch das Kostüm im Ohr, die übelst gemeckert haben. Wir haben von deiner Agentur ganz andere Zahlen bekommen, so viel größer wärst und breiter wärst. Es sieht so lächerlich aus. So. Ich hatte ein viel zu großes Kostüm an, so eine Uniform, die mir gar nicht gepasst hat. Kann man das nicht hinten einfach mit so einer Reißzwecke zusammen... Haben sie gemacht, da hat nicht gereicht, die Hose war viel zu groß. Und der Regisseur so, ach so witzig, so eine Komödie, du spielst einfach jetzt einen Praktikanten so. Und da war es einfach, war es im Film drin so. Okay. Voll witzig, ich habe es heute nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber... Das spricht ja sehr für den Film. Ja. Was? Ich war nicht eingeladen zur Premiere, weil das war so ein nicht ukrainischer, so ein kroatischer Film. Und das habe ich schon mal erzählt, der eine Nebendarsteller, der wurde, das war pro Bar... Er war der Synchronsprecher von Ash Ketchum in Kroatien. Mhm. Geil, aber B, er wurde verurteilt wegen einer Sexualstraftat von einem Minderjährigen. Ja, stimmt, da hat sie genau was erzählt. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit hier, nur vielleicht noch ein Viertelstündchen. 20 Minuten tops. Putin ergibt dich endlich. Putin ergibt dich, sonst kommt Tino mit der Kalaschnikow. Ja. Ich muss noch ein paar Sachen ansprechen. Es sind wirklich viele Sachen passiert. Unter anderem Magic the Gathering war mal wieder relevant, das muss ich erzählen, das ist einfach zu crazy. Also das Yu-Gi-Oh! Für Leute, denen das nicht nerdig genug ist.
Jein. Magic the Gathering war das erste wirkliche Trading Card Game und es ist bis heute nach wie vor das Beste, obwohl immer mal Verschlimmbesserungen passieren, wie zum Beispiel Planeswalker. Aber egal, die machen jetzt eine Kooperation mit Herr der Ringe. Ah. Und ein kleines Gimmick, was sie sich überlegt haben, ist, dass sie eine besondere Form der Karte des einen Rings, ja, den gibt ja nur einen Ring, ja, dass sie eine besondere Form davon drucken, die es nur ein einziges Mal gibt, ja. Und ich glaube, die gibt es nicht in jedem Booster, sondern nur in englischen Collector-Boostern oder so. Aber es kann schon sein, dass das irgendein kleines Kind aufmacht und nicht weiß, was das ist. Und wenn du dich so ein bisschen mit Magic auskennst oder zumindest mal von Black Lotus gehört hast. Also wie ich quasi, der sich voll auskennt. Also Black Lotus ist ja so schon bei, also je nachdem, wie das Grading ist, zwischen 30 und 100.000 Euro, was du dafür verlangen kannst. Nur die Exodia ist teurer. Genau. Und jetzt gibt es halt eine Karte, die noch seltener ist. Also als ein Black Mal Lotus. Quasi, oder? Ein einziges Mal, wie das goldene Ticket bei Charlie, nur halt noch weniger. Ja, genau. Und jetzt stell dir vor, das macht jetzt wirklich so bei einem Pre-Release oder so, macht das so ein kleines Kind auf. Und dann sind da so 20 Neckbeards, die das Kind einfach in der Luft zerreißen, weil das dieses fucking, diesen Goldschein da einfach aufgemacht hat. Oder der Junge schreibt fünf Mal und die Mutter macht aus Ruhe einfach die Karten kaputt und schmeißt sie weg und sagt, nee, kriegst neue Karten, wenn du eine 1 hast in Mathe. Ja. Kann ja passieren. Ich hoffe ja, dass das irgendein ehrenvoller Mensch aufmacht, der diese Karte dann in einen echten Vulkan reinwirft. Das wäre cool. Das wäre richtig geil. Würde ich Dion zutrauen. Ja. Also Dion, ich drücke dir die Daumen, dass du diese Karte aufmachst. Das wollte ich nur mal erwähnen, weil es insane ist. Dann, der Springer Verlag hat irgendwie die ganze Chefredaktion bei Bild entlassen und neu besetzt. Ja. Oder alt besetzt. Also irgendeine ist da rein, die Brigitte war oder sowas. Das habe ich auch mitgekriegt. Den einzigen Bezug, den ich zur Brigitte habe, ist in Of Cringe and Confidence beschwere ich mich über einen Beitrag, der da drin stand. Da hieß es nämlich, erwachsener Mann, geh runter vom Skateboard. Was, ganz echt? Großer Schmutz, ja. Gut. Das war eine Glosse in der Brigitte. Eine Posse. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, ob das ein schlechtes Zeichen ist, ob das hoffentlich vielleicht ein Zeichen ist, dass es endlich mal bergab geht mit der Bild-Zeitung, dass Game Over ist. Oder im Gegenteil, dass sie sich jetzt verbessern und dass sie immer gesagt haben, also ich bin ein Optimist manchmal, ja. Die machen jetzt richtig krassen Investigativjournalismus. Wer weiß es denn schon? Die werden die neuen Edward Snowdens. Ich meine, die Absatzzahlen gehen immer tiefer nach unten, also die Zahlen gehen immer mehr nach unten, die verkaufen sich immer weniger als Printmedium. Bild TV wurde eingestampft. Echt? Ja, ja. Okay. Also wurde zumindest ganz stark verkürzt. Also die sind viel weniger live jetzt. Also vielleicht machen jetzt was ganz Intellektuelles draus und berichten jetzt über welche Staatsopern und so und Operetten. Würde mich freuen und investigativ und seriös. Welchen Opa retten? Dein Opa? Mein Opa, den müssen wir zu retten, ja, aber ja, prinzipiell. Okay, schade. Ich war noch gar nicht fertig mit Putin übrigens. Ich habe noch eine spannende Meldung. Ja, Putin in the Spotlight. Denn wir wissen ja, dass Russland ist ja die wahre Demokratie, in der man alles machen und sagen darf. Und ja. Deutschland ist es ja so, du darfst ja nichts mehr sagen. Ja. Und jetzt gab es einen Fall. Ja, Fallbeispiel Wendler bewiesen. Und ich zitiere jetzt mal Belsat in Englisch, die wiederum zitiert worden ist von Annalena 2022. Und zwar, Baerbock zufällig? Nee, der andere. Und zwar, gekochte Spaghetti um die Ohren, während man Putins Rede hört, ist in Russland verboten. Für diese Aufnahme, der dieser Journalist hier Putins Rede hört, muss ein Lokalpolitiker aus Samara nun 150.000 russische Rubel bezahlen, was 1.800 Euro sind, weil er ein Bild gepostet hat, wie er eine Nudel am Ohr trägt und sich eine Putin-Rede anhört. Okay. 1.820 Euro Strafe. Aber ist da vielleicht ein russisches Wortspiel verborgen, was uns jetzt abgeht, das zu verstehen? Oder? Aber selbst dann ja, aber warum? Ja, aber warum? Ne, ist das Zeichen des Disrespects quasi. Ne, weil doch auch gewisse Kritik an der Regierung auch in Russland strafbar ist. Ja. Das finde ich halt so krass, das ist so offensichtlich. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, irgendwie er ist Putin-Fan. Okay, sei es halt, ne? Aber erzähl mir nicht, dass es eine Demokratie dort wäre, dass du da mehr machen dürftest als hier. Das ist einfach faktisch falsch. Man darf ja auch von mir aus Nazi sein, sei doch von mir aus Faschist, mir doch wurscht. Aber okay, das schneide ich an den Anfang. Aber erzähl mir nicht, dass du ein Freiheitskämpfer wärst und dir wird es um Demokratie und Freiheit gehen. Das ist einfach falsch. Dann sei wenigstens ehrlich und sag, dass du halt dass du Juden hast und die vergasen willst. Gib das zu, dann sag das halt. Aber sag nicht, ich bin der Demokratieverteidiger. Okay, Tino, ich geb's zu.
Das könnte ich jetzt auch wieder so an den Anfang schneiden, weil es hat jetzt gewirkt, als sagst du das zu mir. Dann sagst du halt einfach, dass du Jude vergaß. Mach das gerne. Ja, aber, weißt du, es ist ja so, habt eine Meinung, habt die gerne. Es gibt natürlich Grenzen mit so Holocaust-Leugnung, ist nicht okay, ne? Eben noch. Ja, dann sag Jude. Nee, aber ich meine jetzt aus moralischen Gründen, ja. Hab jede Meinung, ja, aber habt den Arsch in der Hose und gib's zu. Das ist, was ich will. Mehr will ich gar nicht. So, und. Aber da habe ich auch mal ein Video gesehen von, wie heißt die Dame von Funk, die asiatische Wurzeln hat? Mai. Mai, genau. Da habe ich mal tolle ein Frau. Video gesehen, ja, aber dieses, als jemand, der sagt, wir müssen etwas gegen die Klimakrise machen, aber selber nicht danach handelt, wird in der Gesellschaft schlechter angesehen als jemand, der das nicht sagt und nichts macht. Weißt du? Ja. Wobei das eigentlich nicht gut ist. Also wenn jemand ein Antisemit ist und trotzdem sagt, Antisemit sein ist nicht gut, ist das uns verpönt, ja? Aber eigentlich sagt er ja trotzdem das Richtige. Heuchler, wir hassen halt Heuchler. Ja, aber andersrum, er ist ja, also Leute wie Jürgen Elsässer und so, ne? Das sind ja so Menschen, die behaupten, sie wären keine Antisemiten, aber äußern sich antisemitisch, das meine ich halt. Ja, aber Tino, es gibt doch Raucher, die zum Beispiel bereuen, dass sie rauchen. Ja, das ist ja auch okay, das betrifft ja sonst niemanden. Ja? Du kannst von mir aus kiffen und rauchen, mach was du willst. Aber Antisemit sein, das betrifft andere Menschen. Und du sagst dir, du bist kein Rassist, aber... Ich bin Antisemit im stillen Kämmerlein nur. Ich sag das den Juden nicht, dass ich die blöd finde. Auch das wäre okay. wenn jemand Menschen nicht mag, auch wenn jemand homophob ist. Hatte man eine Diskussion mit jemandem, der meinte, er findet schwul sein scheiße. Sag ich, ist doch okay, aber lass sie doch einfach trotzdem schwul sein. Ja. Du musst sie ja nicht angucken. Halt deine Fresse, denk dir halt irgendwie, ja, denkst von mir aus, aber mach keine Demo, dass du Kinder schützen willst vor den Leuten. Das ist dann wieder irgendwie übergriffig und demokratiefeindlich. Das ist auch so absurd, ne? Die Mental Gymnastics, die da gemacht werden. Die Kinder, die schwul werden, weil sie zwei Männer sich küssen sehen. Das ist da kann man sich gar nicht drum rumwickeln mit dem Gehirn. Ja, und es gab auch so ein Video, wo so eine Frau gesagt hat, es wurde noch niemals, ich kenne keinen Fall, wo ein Kind während einer Dragshow misshandelt worden ist, aber ich kann Ihnen Millionen Fälle aufzeigen, wo das in der Kirche passiert ist und da gibt es keine Verbotsforderung. Das ist einfach unverhältnismäßig. Ja. Aber das haben wir auch schon Millionen Mal gesagt. Ich muss jetzt auch wirklich ein paar Sachen im Schnelldurchlauf machen, sonst wird es ein bisschen knapp. Zum einen, es gibt jetzt ein Vakzin, eine Impfung für Honigbienen, die Milliarden Bienen retten könnten. Eine sehr upliftende. Du willst Bienen impfen? Ja. Zum linken, rechten Arm haben sie am liebsten, dann haben sie den Impfpass und so. Und die armen Bienen kriegen jetzt alle Autismus. Es ist schon die ersten Bienendemos irgendwie. Ja. Wie viel impft du weißt ja, dass Bienen sehr wichtig sind für ökologische Zusammenhänge. Nicht alle Bienen. Ich habe mir auch mal sagen lassen, es gibt verschiedene Bienenarten. Hm. Mir wurde mal gesagt, schon weiß ich nicht, mir wurde mal gesagt, dass die Bienen sterben, die nicht so relevant sind, wie jetzt die Bienen, die relevant wären, die jetzt irgendwie Gemüse und so bestäuben. Tino, das ist schon wieder relativiert. Ich sage, Bee gesagt, Lives Matter. Ja, mir wurde mal, wie gesagt, es gibt verschiedene Bienensorten und ja, es gibt ein Bienensterben, aber es sind eigentlich ganz andere Bienen, die wegsterben, die jetzt nicht ganz so krass Auswirkungen auf die Natur hätten. Schlimm genug und wir ich will es nicht. Alle, dass du dich nur für Bienen und Blumen interessierst. Ja, natürlich, ist ja mein Job. Aber nee, ich meine, ich will es gar nicht verharmlosen. Ich sage halt nur, es gibt verschiedene Bienenarten, wie gesagt, ne, und die jetzt irgendwie für Weltuntergang sorgen könnten, wenn die wegfallen, die sterben wohl gar nicht so krass weg, wie man das so denkt. Aber es sterben trotzdem genug Bienen. Vielleicht sind so veraltete Informationen. Also BBC berichtet gerade in den Vereinigten BBC, Staaten. BBC, ist ja klar. Guck, die heißt ja schon, sie machen Bienenpropaganda, Alter. Die klingen ja schon so. Ja. Big Black Cock berichtet, dass die zu alarmierenden Raten am Sterben sind gerade in den Vereinigten Staaten. Da ist so viel zu, ich mache das im Schnelldurchlauf. Ja, kann ja auch sein. Ich will ja auch gar nicht jetzt sagen, dass es falsch ist. Es wurde mir mal von einem Typen erzählt, mit dem ich mal ein Seminar hatte. Ob das stimmt, keine Ahnung. Ich fand es nur interessant. Ich wollte mich da mal so verbreiten sich Verschwörungstheorien, weißt du? Meine Mutter auch. Ja, der Olaf auf dem Markt, der Blumen-Olaf auf dem Markt hat mir gesagt, dass das Impfen gar nicht so viel hilft.
hilft. Ich weiß nicht, wahrscheinlich brauche ich doch keine Impfung. Aber ich sag ja auch, mir wurde jetzt gesagt, ich weiß es nicht genau, ich fand es einen spannenden Fakt, wenn das so stimmt. Und ich behaupte ja nicht, du bekommst Autismus von der Impfung. Weil das irgendwie Oma Gerda gesagt hat, die irgendwie in einem Seniorenheim, weiß ich nicht, eine Spritze nachgesteckt hat von einem Arzt, der gesagt hat, es wäre so. Keine Ahnung. Wissenschaftler in Texas haben außerdem eine neue Methode rausgefunden, Mikroplastik zu entfernen aus Müllwasser. Mhm. Und zwar, indem sie Okra nutzen. Ich weiß gar nicht, ob Okra einen deutschen Namen hat. Das ist so eine Mischung aus einer Bohne. Wahrscheinlich heißt es im Deutschen einfach Okra-Bohne, oder? Okra. Ein Gemüse. Gemüse-Eibisch. Sagt wahrscheinlich keiner hier in Deutschland. Nicht zu vertauschen keine mit Ahnung. Billie Eilish, ne? Also so eine Mischung aus Bohne und Jalapeno. Mhm. Gerade halt in Mexiko sehr beliebt. Und das verwenden die jetzt, um Mikroplastik zu entfernen. Ich weiß nicht genau, wo sie dann damit hingehen, zum Mikroplastik irgendwie in die Sonne schießen oder was. Aber sie können quasi das da so trennen. Auch eine sehr schöne Sache. Also, oder alle impfen damit einfach. Ja, direkt wieder rein in die Blutbahn. Haben wir ja eh alle schon. Dann Jordan Peterson hat BDSM-Porn gepostet, aus Versehen. Jordan Peterson kennst du ja vielleicht, das ist so eine Galionsfigur von den Erzkonservativen, der sich für Freedom of Speech einsetzt, aber nur für sich? Ein bisschen, ja, nur für sich und ein bisschen schwierig ist und auch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist mittlerweile. Und der hat also da sind so Leute, die so in so Melkstationen drin sind, ja. Mhm. Die haben ihren Schwenges, so drei Leute haben so ihren Schwenges in so Melkstationen drin. Und er so, guckt mal, was gerade in China abgeht, wie die quasi die Leute zwingen, sich zu reproduzieren und so. Und hat nicht gecheckt, dass das halt so von der Fetischseite ist. Der Dumme, ja. Es ist so fucking witzig. Mhm. Ja, das auf jeden Fall als kleine Meldung noch am Rande. Und dann haben wir noch abschließend hier ein bisschen weltpolitische Sachen. Da gab es nämlich so eine Drohne, eine US-Drohne, die von den Russen runtergeholt wurde. Stimmt. Auch in so einer Melkstation runtergeholt. Stimmt, und die Russen haben doch behauptet, das wären sie gar nicht gewesen irgendwie. Ne, haben sich davon distanziert. Sie sind es gewesen, aber es war wohl ein Versehen angeblich, aber es ist Schwachsinn. Der Jet fliegt zu dieser Drohne, die eine Beobachtungsdrohne ist, fliegt da drüber und macht so die Gasklappe auf, klingt verdächtig, aber wie sagt man, der kann halt so Sprit auslaufen lassen quasi. Mhm, genau. So, in der Hoffnung, dass die Drohne dadurch in Flammen gesteckt wird oder so. Mhm. Und fliegt halt so zweimal dran vorbei, aber beim zweiten Mal eckt es halt die Drohne an und segelt runter. Und da wird jetzt der nächste große Konflikt quasi geschürt, wo auch dann die ein oder andere Instanz, Lohan. Lindsey Graham, einer der Republikaner, hat auch gesagt, naja, mach mal halt jetzt Dritten Weltkrieg, was soll denn das? Ist doch ein Angriff schon wieder auf uns. Ist doch klar. Und da ist schon wieder die Kacke am Dampfen. Da gab es ja jetzt vor Wochen erst das mit diesem chinesischen Ballon. Ist jetzt wieder die nächste Sache in diese Richtung. Ganz groß. Und der russische Verteidigungsminister hat den Piloten ausgezeichnet für diesen Move, ja? Vorher zu sagen, das war keine Absicht und nee, alles cool. Und dann hinterher so, oh, zack. Hast du schön gemacht. Hast du gut gemacht. Sehr witzig. Ganz toll. Hast du gut gemacht, dass du nicht direkt reingeflogen bist. Du wolltest ausweichen und hast ein geschicktes Manöver. Eben, genau. Es war auch irgendwie so, dass sie im Vorfeld gesagt haben, wir wissen nichts davon, wir haben es abgestritten. Und dann, nachdem quasi die gelogen haben, die Russen, haben die Amerikaner die Footage released von dieser Drohne, wo man alles genau sieht, habe ich auch gesehen. Dann noch zuletzt Südkorea und Frankreich hatten diese Woche ein bisschen Probleme mit den Leuten, weil die so ein bisschen unbeliebt sind, indem sie entweder wollen, dass die Leute 69 Stunden die Woche arbeiten, im Falle von Südkorea, oder die Grenze des Renteneintritts hochgesetzt werden, im Falle von Frankreich. Genau. Denn Macron hat da sowas wie eine Executive Order eingesetzt, um zu sagen, nee, ist zwar nicht beliebt bei den Leuten, aber wir erhöhen jetzt mal das Renteneintrittsalter. Genau, er hatte keine Mehrheiten bekommen, deswegen hat er das einfach durchgesetzt. Ne? Was er darf, aber was halt eigentlich ein krasser Move ist. Nee, jetzt sind wahrscheinlich wieder Hunderttausende, während wir hier aufnehmen, auf den Straßen und protestieren. Das ist ja noch eine ganz neue Sache, diese Entwicklung. Das einfach nur hier mal reingebracht. Das ist jetzt nichts, was unbedingt das Internet entfacht hat, aber für mich so eine Sache, weil eine 5-Tage-Woche ist einfach ein überholtes Konzept. Absolut. Und, Alter,
69 Stunden arbeiten die Woche. Ekelhaft. Ja. Ja. Ich bin schon mit 30 überfordert. Ist so. Südkorea hat zurückgerudert. Ah. Das ist immerhin schön. Was Gutes. Und vielleicht rudert ja Frankreich jetzt auch zurück. Leute, bedingungsloses Grundeinkommen, 4-Tage-Woche, geht nicht in allen Branchen in der Art, aber ist einfach fucking erwiesen, dass es Produktivität und Glücklichsein steigert, wenn Leute mehr Quality Time verbringen können. Wenn ihr einfach, der Unterschied von 2-Tage-Wochenende zu 3-Tage-Wochenende ist einfach insane. Alles dokumentiert, alles bewiesen und geil. Danke für die linke Propaganda, dass ich nicht immer machen muss, dass du auch mal für mich eintrittst. Das ist ja auch, also guck mal, für mich ist ja was anderes, ja. Ich habe ja nicht diesen strikten Zeitplan, ja. Ja. So. Ich kann mir selber die Entscheidung machen, okay, jetzt mache ich heute mal 12 Stunden am Stück, cool, mache hier irgendeinen Scheiß und, oh, jetzt hat wieder irgendein Video-Upload nicht funktioniert, weil plötzlich mein Video gesperrt ist wegen irgendwelchen 13 Songs. Okay, das heißt, jetzt muss ich mich da nochmal ransetzen und, oh, das muss aber morgen online sein, weil am Montag kommt wieder das nächste Video, das muss ich jetzt schnell noch machen. Mhm. Und dann kann ich mich da aber selber für entscheiden. Wenn du aber ins Büro gehen musst und diesen festen Zeitplan hast, dann kann das schon sein, dass das nicht so glücklich macht. Es kann seinen Vor- und Nachteile haben. Also ich muss sagen, manchmal ist es auch schön zu wissen, dass ich halt jeden Montag die Arbeitszeiten habe. Ich weiß, was ungefähr passiert und ich weiß, wann ich Feierabend habe. Das größte Ding, was du halt hast, wenn du so einen Office-Job hast, wenn du da rausgehst, ist der Job halt auch vorbei. Genau. Du machst dein Hirn aus und fertig ist. Das habe ich halt nie. Mhm. Ich bin immer im Kopf irgendwo ein bisschen da. Das ist halt so der große Nachteil. Immer Content, ne? So ein bisschen auch, ne? Ja, man hat das immer im Hinterkopf. Es ist immer so, du musst was machen, also du musst, klingt jetzt auch zu negativ, aber ne, du hast es immer im Hinterkopf. Mhm. Du kannst nicht wirklich abschalten und sagen, ich gehe jetzt aus dem Büro raus und fickt euch alle. Ja. So funktioniert es nicht. Naja, aber ich will nicht rummeckern. Ich möchte nur, dass die Leute endlich bedingungsloses Grundeinkommen und eine 4-Tage-Woche bekommen. Das habt ihr verdient. Das war die Woche eigentlich schon. Wir sind auch schon jetzt angekommen am Ende. Was geben wir denn in der Woche? Ja. Ich finde Haftbefehl und so, also den Haftbefehl, nicht den Rapper, ja, den Haftbefehl gegen Putin recht groß. Auch der Mord an den Mädchen war leider ein sehr wichtiges Thema. Ja. Die Oscars. Bild, Chef. Die Oscars waren am Sonntag, glaube ich, aber Sonntag zu Montag irgendwie so. Das ist schon okay. Ja. Geht ja immer, also alles, was nach Aufnahme ist, ist die neue Woche. Ganz ist so. Klar. Und Bildredaktion, ne, ausgetauscht. Da ist schon ein bisschen was gebrodelt. Ja, und dieses Pimmeldenkmal hier, das ist ja hervorragend. Ist es schon eine 8? Ist es schon soweit? Nee, was sagst du? Nee, ich ist es schon soweit, nee, aber schon eine 8? Also 7,5 wird Schmidt gehen. Ja. Aber dafür waren die Oscars so wholesome, weißt du, da wurde keiner vergewaltigt oder in die Fresse geschlagen. Stimmt. Also, wir bewerten ja hier schon nach Sensationsgeilheit irgendwo. Ein bisschen. Dann ist es 7,5, ich bin mit 7,5 voll okay. Okay. An dieser Stelle müssen wir auch mal eine ganz große Lobeshymne rausbringen für die Person, die da sich echt hingesetzt hat. Also zwei übrigens. Stimmt. Einmal Fragezeichen auf YouTube hat ein paar Folgen sich angehört und jeweils immer einen Kommentar geschrieben, der sehr lustig zusammenfasst, wie wir damals irgendwie uns entweder nicht einig waren oder ganz komische Sachen sagen und so. Aber eine weitere Person hat schon ganz viele sich angehört. Und zwar, ich will jetzt nichts Falsches sagen, du kannst ja auch währenddessen schon mal sagen, was du in deine Playlist machst. Wer genau war das auf Instagram? Hier, Iced Out 9 Euro, vielen Dank. Das ist, wenn ich es jetzt gerade nicht falsch in Erinnerung habe, die Person, die einen Hörerwunsch geschenkt bekommen hat von der Freundin vor einigen Wochen. Und da wurden jetzt schon, also ich weiß nicht, es sind bestimmt 100 oder so, 100 Brennpunkte schon durchgegangen. Ich glaub, genau, mit Aufrufen, sogar. Likes, Kommentaren und auch unsere Wochenwertung. Insane. Und auch wenn mal Herodes da war oder ich krank war, ist alles festgehalten. Also dickes Lob und vielen Dank dafür. Ich finde das krass. Oh, gut, dass ich da jetzt nochmal reingucke, weil hier ist auch eine Top 10 grenzwertige Kommentare. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut, was da zusammengesammelt wurde. Bin ich gespannt. Können wir auch mal eine extra Ausgabe vielleicht, um die euch zu schenken, das mal vorstellen oder so. Ja. Narzissmus. Müssen wir aber aufpassen. Ich habe auch mal auf meinem Robin Ostarafo-Kanal ein Video hochgeladen, meine edgiest Jokes und grenzwertigsten Momente auf Twitch. Mhm. Und es wurde, da habe ich einen harten Strike für bekommen. Also nicht so einen soften Strike, so von wegen, nee, sondern wirklich so einer, der nie weggeht quasi. Oh, scheiße. Da war ich wohl zu edgy.
Apropos edgy, hast du einen Song für unsere Brennholz-Untermusik-Playlist auf Spotify? Nee, aus dem Stegreif gerade nichts spontan, aber sag mir gerne ein Genre. Lass mal Punkrock nehmen. Punkrock, okay, dann nehmen wir die Ramones. Wir nehmen Rock, High School. Das ist eh der Song, der lief, als du gerade in meine Wohnung reinstolziert bist. Ich liebe diesen Song, der ist großartig. Ich hätte ihn auch was reingetan. Gut, dass du es gemacht hast. Ist einer der wenigen Songs, die ich auch jetzt in der Google Drive-Version von meinem Susie Lee The Movie ersetzt habe. Das war nämlich der allererste, der ausgeschlagen hat, so von wegen, kannst du nicht hochladen, ist weltweit blockiert. Aber es ist halt ein Banger-Song. Rock'n'Roll High School von den Ramones. Alle Gründungsmitglieder sind schon gestorben, leider, von der Band. Haben noch viele andere geile Songs, so My Brain is Hanging Upside Down und Blitzkrieg Pop und so. Geile Band. Ich habe einige geile Songs entdeckt die Woche. Und ich glaube, ich nehme von der Band Hund am Strand. Die haben den Song 4711. Ist wenig aussagekräftig, der Titel, aber es ist ein richtig geiler Song. Ich habe den einfach, einen Song bei Spotify gehört von einer anderen Band und dann kamen halt noch Vorschläge, ne, die dann einfach weitergelaufen sind. Da kam der und ich dachte, ist der Song cool. Schöne Melodie, schön gesungen, cooles Projekt. Hund am Strand und Ramones auf jeden Fall auf einem Level, wenn du mich fragst. Und das war die Playlist. Geil. Dann, das ist die Playlist. Boah, das ist nur den Podcast, oder? Ja. Haben die Leute sich eigentlich schon gewaschen oder wie oft müssen wir das nur sagen? Also es stinkt noch ein bisschen. Also auch mal unter den Achseln mal mit Seife waschen. Haare nicht unbedingt mit Seife waschen, es geht auch ohne Shampoo. In dem Bereich bitte auch ohne Shampoo nur Wasser nehmen, aber dafür schön gründlich, ne? Das ist der Sexfakt der Woche. Also den Pimmel und auch die Vagina. Den Pimmel kann man schon mal mit Shampoo waschen. Bei der Vagina ist das schwieriger. Also Fronthole und Gemächt, wie auch immer ihr eure Genitalien bezeichnet, am besten nur mit Wasser waschen oder halt was pH-neutrales und nicht so schlimm ist. Du manövrierst dich selber in eine linguistische Ecke, indem du Wörter sagst, um dann danach zu sagen Genitalien, was ja schon der Überbegriff ist. Ja, ich wollte ja auch die Genitalien näher definieren, eine Fronthole und so und Stange. Was ihr auch benutzt, ich hatte letztens einen Workshop bei der Schulklasse und da habe ich ja gefragt nach Eintrittspforten für Geschlechtskrankheiten, da hat er eben gesagt, Arschloch. Und sagt die Lehrerin so, ey! Und ich so, es ist voll okay, man darf bei mir jeden Terminus benutzen, ich verpasse mich da voll an. Sag ruhig Arschloch, ja, Arschloch und Schwanz. Das ist auf jeden Fall eine Sache, egal, wo wir auseinanderdriften, wenn wir uns hier des Circle Jerks beschuldigt werden lassen müssen, dass Leute sagen, dass wir uns immer so einer Meinung sind. Ich finde nach wie vor das ein bisschen fragwürdig, weil auch wenn du dich selber nicht als Frau, Mann oder sonst irgendwas definierst, ändert es ja nichts daran, dass ein Ball definiert ist. Und die Darreichungsform einer Vagina ist für mich auch definiert. Ob du das für dich akzeptierst oder nicht, ist natürlich was anderes. Aber wenn andere Leute sagen, du hast rein von der Darreichungsform eine Vagina, dann finde ich das okay. Ganz kontroverse Meinung. Naja, also biologisch betrachtet bestimmt, aber wenn du jetzt mit einer Person irgendwie intim wirst oder du irgendwie drüber unterhältst. Und ja, aber da geht es ja um zwischenmenschliche Beziehungen. Genau, und da kann sie ja sagen, ich möchte halt. Wir haben doch gerade keine zwischenmenschliche Beziehung. Es geht doch hier nur darum, diese Sachen irgendwie faktisch zu machen. Naja, aber ich möchte auch die Menschen, die uns zuhören, ich möchte ihnen das nicht überstülpen, dass sie eine Vagina oder einen Penis haben. Sondern ich will sagen. Ich will mir Vaginas gerne überstülpen. Ihr habt halt einen Bonus, ihr habt halt einen Bonus-Hole, Front-Hole, ihr habt eine Clit, whatever, Clit-Pen oder so, gibt ja Millionen Begriffe dafür. Und das ist voll okay, wenn ihr die habt. Kleiner Biologie, kann es sein, dass ihr im Unterricht sagen müsst, Vagina, Penis, keine Ahnung, oder Scheide, noch schlimmer. Ja. Aber wenn du dich mit jemandem unterhältst und der sagt, ich möchte, dass ich ein Fronthole habe, respektiert das bitte einfach. Ja, das ist ja was anderes, aber wir reden ja nicht gerade mit, wir machen es gerade so wie eine Bonusrunde, Diskussion ja am Ende. Zum Glück habe ich noch nicht gesagt, hört ihr die Musik? Wie gesagt, das ist doch was ganz anderes. Wenn jemand irgendwie behindert ist oder so, dann sage ich auch nicht, Peter, los, lauf mal jetzt diesen Marathon in 2 Minuten oder so. Dame, Herr Kleine, das ist nicht so sportlich. Das ist doch was anderes so, natürlich. Aber wenn man das einfach nur sachlich benennt oder drüber spricht, dann da kann man doch dir keinen Strick draus drehen, wenn du sagst Vagina und Penis. Du kannst auch sagen, dass es für dich die Begriffe sind. Das ist auch okay. Nee, das ist nicht für mich. Doch.
So funktioniert Sprache, dass Wörter Definitionen haben. Ja, aber Sprache funktioniert nicht aber auch so, dass man auch für sich selbst sagen kann, ich möchte nicht so genannt werden. Ja, ich und kann auch sagen, auch ey, mein Name ist jetzt Ugo Levi Ackermeier. Ackermast. Naja. Ja, Herr Rodes. Das ist doch okay. Spreche mich so an. Das ist ja individuell okay. Ja. Ja. Aber es geht mir um allgemein. Um die allgemeine Sprache. Ja. Kauf gerne Hörerwunsch zum Thema Definition von Geschlechtsteilen und da können wir nochmal drüber sprechen, ausführlich. Hörst du die Musik? Ich habe keine Lust mehr. Noch eine Empfehlung. Bernd das Brot hat ein richtig geiles Album gedroppt, schon vor 20 Jahren gefühlt. Rock das Brot, geiles Album. Okay. Das hängt dann nämlich auch in dem einen Song. Hört ihr die Musik? Hey, spürt ihr die Musik? Hey. Das ist dann nächste geiler Woche Song. In der Spotify-Playlist. Vielleicht. Bernd das Brot. Hört unsere Spotify-Playlist und hört vielleicht meine Lieder auf Spotify. Mach das. Das sind da nämlich auch. Siehst du, ich hätte jetzt eigentlich eins von mir einfügen können. Oh, tja, ich bin so dumm. Nächste Woche. Ich hab drauf gewartet und ich dachte, er will nicht so ein Mikro schreien sollen.